Ja, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind immer noch mit unseren beiden Verwandten unterwegs und... Ich weiß nicht. Ihr wissen es halt nicht, Mann. Hatten Sie ein anständiges Begräbnis? Ja, hatten Sie. Nein, hatten Sie nicht. Sie wurden erhängt und das war's. Und, tja, ungewöhnlicherweise wurde meine, ich hätte mal nicht mich bewegen sollen, meine Begrüßung wurde ein wenig unterbrochen. Von daher nochmal, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind immer noch mit den beiden unterwegs gewesen jetzt und, ja, auf dem Weg nach Monteriggioni. Und damit ist Sequenz 2 beendet. Und ab jetzt haben wir auf jeden Fall ganz schön andere Klamotten an. Ah, schon schön, schon schön. Die Toskana, 1476, immer noch. Ein oftmals von Kriegen durchzogenes Gebiet in Italien. Und jetzt können wir ja nochmal die Landkarte checken und mal sehen, wie weit das eigentlich gewesen ist. Ja, genau. Von Florenz nach Monteriggioni. Also ist die Toskana anscheinend, wenn ich mich nicht täusche, naja, wie soll man das bei dieser Landkarte auch sagen, ne? Mittelitalien, das ist alles Mittelitalien, oder? Das Gebiet hier. Kann man das schwer sagen, ne? Und dieser Stöckelschuh ist immer wieder witzig. Wir sollten nah sein. Grazie a Dio. Ja, wir sollten nah sein. Sicheres Geleit. Maria und Claudia zu Villa Auditore in Monteriggioni eskortieren. Gehen wir hin. Los geht's, ihr beiden. Ich meine, wir haben ja gerade schon gesehen. Ich glaube, so weit ist es nicht mehr. Hey, wir sehen schon die Stadtmauern. Oh nein. Den kennen wir doch. Buongiorno, Ezio. Wie kannst du Florenz verlassen, ohne dich richtig zu verabschieden? Ezio! Was willst du, Vieri? Oh, so viele Dinge. Einen größeren Palazzo, zwei neue Hengste, eine hübschere Braut. Oh, ach ja, und dein Leben. Na, das versuch mal, du Arsch. Deines Vaters und deiner Brüder. Was wird nun geschehen? Tja, na, tat das weh? Ich glaube schon. Nein, 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 lass dich schön in Ruhe. Ich hoffe, es tat weh. Das wird mir zu langweilig. Erledigt ihn und schont die Frauen nicht. Drecksack. Aha. Was ist das für ein Zauber? Keine Zauberei, Junge. Können. Zeigt euch jetzt. Wie du willst. Hier, benutzt das. Jawohl. Tötet sie. Tötet sie alle. Jawohl. Oh, hat er einen Schiss? Hätte ich auch bei dem Kerl. Na dann wollen wir noch mal ein bisschen Kick spielen, oder? Und wir sehen gleich noch etwas. Oh, ah, das tat bestimmt weh. Wenn man einen Gegner von hinten erwischen kann, dann tötet es ihn sofort. Macht ja auch Sinn, ne? Aber schnell, wir müssen auf Claudia und Maria aufpassen. Vergiss es, du Penner. Na komm, greif mich an. Oh, da ist das Bein ab. So ein Pech aber auch. Oh, liegt er am Boden. So ein Pech. Erledigt. Ich schulde euch Dank. Behalte das Schwert, Ezio. Kenne ich euch von irgendwoher? Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Mario. Mario. Onkel Mario. It's me, Mario. Viel zu viel. Ich hörte, was in Florenz passiert ist. Furchtbar. Komm, bringen wir euch hier weg. Oh, hat aber schnell Nachricht davon erhalten. Nicht schlecht. Naja, jeder Kerl mit einem Pferd wäre ja auch schneller hier gewesen als wir. Jetzt haben wir zumindest immerhin ein Schwert. Naja, hat auf jeden Fall einen ganz hübschen Griff, muss ich sagen. Also kein völliges Idioten-Anfängerschwert. Normales Schwert. Hübscher Griff, aber das war's auch.
Und die Werte können euch ja wahrscheinlich schon verraten. Ja, es gibt verschiedene Schwerter in diesem Spiel und die kann man sich kaufen. Naja, aber alles zu seiner Zeit, Leute. Alles zu seiner Zeit. Wir sind auf jeden Fall in Monteriggioni und diese kleine Stadt und dieses Schloss dort hinten, das gehört unserem Mario die Auditore. Von daher, oder Mario Auditore einfach nur. Und von daher brauchen wir kein Schwert. Wir können uns hier absolut sicher fühlen. Und dort oben haben wir auch unser Familienwappen. Schön, oder? Ich finde schon. Casa Dolce Casa. Zusammen mit Mario die Villa Auditore erkunden. Casa Dolce Casa, ich glaube, das heißt, mein Zuhause ist dein Zuhause. Also, erzähl mir alles. Sie haben Vater wegen Verrates gehängt. Federico und Petruccio auch. Dann wollten sie mich. Weißt du warum? Ich habe keine Antwort, Onkel. Nur eine Liste mit Namen von einem Mann, der meinen Tod wollte. Mario Auditore. Condottieri Adliger. Mario Auditore patrouillierte zusammen mit anderen Condottieri, den Freischarführern, das sind so eine Art Generäle und so, durch die toskanischen Landstriche. Er spielte bei der Schlacht von Anghiari eine entscheidende Rolle. So machte er Micheletto Antendolo auf mehrere Staubwolken über der Straße aufmerksam, die einen Überraschungsangriff der mailändischen Truppen ankündigten. Dank Mario wurde der Angriff der Mailänder vereitelt und die Florentiner gewannen die Schlacht. Auch wenn Mario in Anghiari auf der florentinischen Seite stand, so setzte er sich die meiste Zeit seiner Karriere für die Interessen seiner Heimatstadt Monteriggioni ein. Er brachte die florentinischen Versuche zu Fall, toskanisches Gebiet zu erobern. Während Marios jüngerer Bruder Giovanni im Jahre 1454 nach Florenz zog, um seine Karriere als Bankier zu verfolgen, blieb Mario in der Familienvilla Monteriggioni. In einem Brief an Giovanni sagt er, dass er es vorziehe, wie ein Mann eine Waffe zu führen, statt Bücher und Bilanzen. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie tot sind. Keine Sorge. Wir geben ihrem Tod einen Sinn. Hätte ich nur auch so viel Zuversicht. Komm schon, halt Schritt. Wir sind fast da. Ich glaube, vieles in Monteriggioni wird dir gefallen. Sieht scheiße aus hier. Ich dachte, Monteriggioni wäre ein Feind von Florenz. Jetzt. Nächstes Jahr wieder Freunde. Das Jahr danach wieder Feinde. Und so weiter. Ich komme nicht mehr mit. Also versuche ich es gar nicht. Das sind ehrliche, hart arbeitende Leute. In den Läden gibt es vielleicht nur einfache Dinge, aber dafür gut gemacht und verlässlich. Hier ist auch eine Kapelle. Der Priester scheint sehr nett zu sein, aber ich war noch nie ein Mann des Glaubens. Wusstest Schön. Du, dass die Villa Auditore fast 200 Jahre alt ist? Sie wurde von meinem Urgroßvater erbaut. Ein seltsamer Mann mit vielerlei Geheimnissen. Halte deine Augen offen, vielleicht entdeckst du ein paar davon. Okay. Wegen der ständigen Kämpfe fehlt dem Ort leider ein wenig der letzte Schliff. Ich wünschte, ich könnte etwas tun. Aber ich habe einfach weder Zeit noch Geld, um es reparieren zu lassen. So ist wohl das Leben. Hier sind wir. Casa Dolce Casa. Und? Was meinst du? Sehr beeindruckend, Onkel. Sie hat wohl bessere Tage gesehen. Glaub mir, ich würde sie erstrahlen lassen, wenn ich nur die Zeit hätte. Da ich dir nun alles gezeigt habe, mein Neffe, solltest du gehen und dich einkleiden. Meine Leute auf dem Markt erwarten dich. Komm wieder, wenn du soweit bist, dann fangen wir an. Anfangen? Womit denn? Ich dachte, du kämst, um zu lernen. Nein, Onkel. Ich kam, um aus Florenz zu flüchten. Und ich will meine Familie noch weiter wegbringen. Und dein Vater? Er wollte sicher, dass du sein Werk beendest. Welches Werk? Mein Vater war Bankier. Warte. Er hat nichts erzählt? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Was hast du dir gedacht, Giovanni? Wo soll ich denn anfangen? Geh und hol dir das Zeug vom Markt. Dann habe ich Zeit zum Denken. Aber... Kein Aber. Wir sprechen später weiter. Etwas Taschengeld, falls du es brauchst. Und wenn du dich mal erholen willst, habe ich dir ein Zimmer in der obersten Etage der Villa eingerichtet. 1995 Florin. So, und jetzt müssen wir den Schmied besuchen. Und anscheinend hat Giovanni uns ewig lange was verschwiegen, aber das wussten wir auch so schon, ne? Bloß was genau und was da alles hintersteckt, das werden wir jetzt so Stück für Stück erfahren. Keine Sorge. Hallo Schmied. Wenigstens einladen hat ihr auf. Was sollen wir eigentlich kaufen? Achso, Dolch und Stiefel. Ah, okay. Okay. Lederstiefel. Gesundheit plus 1, Widerstand plus 2,5. Dadurch haben wir halt mehr Gesundheitspunkte dort oben, also mehr Lebensherzen, wie man es auch mal nennen will. Und mehr Widerstand, das heißt, wir halten mehr Treffer aus.
Perfekt. Neue Stiefelchen und einen kleinen Dolch. Als zusätzliche Waffe, zusätzlich zu unserem bisherigen Schwert. Alles klar, jeder fängt mal klein an. Sein, ich weiß es. Und neue Stiefel. Na, sieht doch gut aus. Dann den Dolch auswählen. Da unten. Alles klar. Aber ich glaube, das lassen wir mal lieber, oder? Dann sollen wir jetzt den Arzt aufsuchen. Okay. Medizin kaufen. Ja, Behälter ist voll. Alles klar. Anderes Mal. Und sonst, war's das? Sind wir durch? Tja, meine Energie ist auch voll, von daher brauche ich das auch nicht. Geschafft. Casa Dolce Casa. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Doch was jetzt die spannende Enthüllung von Mario, It's-a-me, Mario, denn wirklich ist? Und was es ja alles mit Monteriggioni und so weiter auf sich hat, das erfahren wir. Ich bin gemein. Wie immer beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Mein Name ist Alex, bis dann.